Habt ihr die Jahreslosung schon richtig bewusst wahrgenommen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich finde die wirklich bockstark. Und mit dieser Jahreslosung hat Gott uns für das kommende Jahr ein richtig dickes Brett gegeben. Und ich freue mich darauf, euch das und das mit euch zu bohren. Und jetzt, bevor ich weiterrede, bete ich noch. Herr Jesus, Vater im Himmel, du bist der Gott der Liebe. Dein ganzes Wesen ist Liebe und eigentlich sind wir auch in diesem Wesen geschaffen. Und trotzdem sind wir nicht das, was wir sein sollten und uns fehlt oft die Liebe. Sie bleibt auf der Strecke, sie geht verloren. Wir müssen sie suchen, finden, am Leben erhalten, wie auch immer. Und du hast diesen Auftrag gegeben. Ich bitte dich jetzt, dass wir das richtig hören, verstehen, für uns persönlich, für uns als Gemeinde, für diese Stadt anwenden und dadurch zeigen, dass du Liebe bist. Ich bitte dich, dass wir deine Monde sind, um deine Liebe wiederzuspiegeln. Amen. Also, dieser Satz steht am Ende des ersten Korintherbriefes. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und warum schrieb Paulus das? Weil die Gemeinde in Korinth es nötig hatte. Also das war eine Gemeinde, die war auf allen Ebenen uneins. Wenn nicht sogar zerstritten. Und Paulus versuchte in diesem Brief, in diese ganze Uneinigkeit und in diese Streitereien Klarheit und Ordnung und Frieden zu bringen. Und dabei ging er der Reihe nach sehr sorgfältig die einzelnen Punkte an, die in der Gemeinde offen waren, dran waren. Und daraus können wir auch lesen, wenn wir den Korintherbrief lesen, was da bei denen so los war. Und jetzt denkt bloß nicht, dass diese Themen für uns keine Rolle mehr spielen. Ganz im Gegenteil. Wenn ich euch jetzt mal die Überschriften der Themen geben würde, um die es im ersten Korintherbrief geht, diese Liste ein bisschen erklären würde, und dann könnte es gut sein, dass viele in dieser Liste die christliche Gegenwart ziemlich gut beschrieben finden. Da waren Menschen, die waren intellektuell unglaublich aufgeblasen und hielten sich für was Besseres. Es ging in der Gemeinde um ganz unterschiedliche Gruppierungen, die sich bekämpften. Und jetzt schaut euch mal die christliche Landschaft unserer Gegenwart an. Es ging um soziale Ungerechtigkeit in mehreren Varianten. Es ging um moralische Verfehlungen. Es ging um den Umgang der Geschlechter miteinander, auch in mehreren Varianten. So, alles Themen, an denen wir heute noch Spaß haben, oder? So, und Paulus arbeitete diese Themen der Reihe nach ab, immer mit dem Ziel, in der Gemeinde Frieden zu stiften. Auch das verstehen viele nicht. Sie denken, Paulus wäre ein fürchterlicher Spitzklicker gewesen, der die Sachen bis ins Äußerste ausdifferenziert und der durch seine überspitzte Art den Frieden nochmal anheizt und Öl ins Feuer kippt. Aber das war nicht so. Paulus war nicht so. Er erklärt, er begründet, er ordnet Gedanken, er unterscheidet, er diskutiert, er widerlegt, er wägt ab. Immer mit dem Ziel, dass die Leute verstehen, was gemeint ist. Und das ist ziemlich mühsam für alle Beteiligten. Also ich merke das immer, wenn ich euch Sachen versuche zu erklären, das ist mühsam, nicht nur für mich. Aber der Punkt ist, nur wenn Menschen verstanden haben, um was es geht, erst dann sind sie in der Lage, aus sich selbst heraus die richtigen Entscheidungen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Handlungen zu tun. Dafür gibt es heute den schönen Begriff intrinsisch. Das heißt aus sich selbst heraus. Und damit fördert Paulus einen Glauben, der von einer hohen Eigenverantwortung der Gläubigen geprägt ist und nicht vorschreibend ist.
Paulus geht nicht die Abkürzung und regelt die Dinge und sagt, so und so und so ist es jetzt. Jetzt ziehen die Frauen Kopftuch an oder eben nicht an, die Männer machen das so und die Frauen machen das so. Und so macht er das nicht, sondern er begründet, er wägt ab, er erklärt. Ich finde es auch äußerst bemerkenswert, dass alle Briefe des Paulus an Gemeinden geschrieben sind. Also er schreibt keine Briefe an Gemeindevorsteher, Pastoren, Älteste und sagt dann so, und jetzt ist es euer Job, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde auf Spur bleibt. Er schreibt immer an die ganze Gemeinde und erklärt immer der ganzen Gemeinde, um was es geht. Und damit sind alle auf demselben Stand. Finde ich mega spannend, diese Beobachtung. Alle sind verantwortlich. Jeder Einzelne ist verantwortlich für das Gesamte, für das Ganze. Und das empfinde ich als eine sehr aufwertende Art, mit Menschen umzugehen. Oder empfindet ihr das anders? Ich finde das wirklich in einer Zeit damals, wo viele auch gar nichts zu sagen hatten und wo sie als Sklaven gehalten wurden und eben auch nicht raus konnten, finde ich das eine Art, mit Menschen umzugehen, die sich von allem unterscheidet, was damals so gang und gäbe war. Und ich finde das, für das, was bei uns oft in Gemeinden und Kirchen passiert, finde ich das auch einen bemerkenswerten Unterschied. Er fördert mündiges Leben, mündiges Christsein. Gemeinsam Gemeinde leben und gemeinsam Gemeinde gestalten ist eine wesentliche Herausforderung für die Zukunft. Wir kommen aus einer langen kirchengeschichtlichen Erfahrung der Volkskirche. Die Zeit ist vorbei. Vieles, was in freien Kirchen war, war oft nur Opposition zur Volkskirche. Und ich glaube, dass es uns hilft, ich bin fest davon überzeugt, dass es uns hilft, die eigentliche Idee von Kirche und von Gemeinde im Neuen Testament wieder zu entdecken. Und dabei hilft uns eben Paulus. Wie kann Gemeinde zukünftig funktionieren? Und damit meine ich jetzt nicht, wie kommt jeder zu seinem Recht, sondern wie finden, wie bewahren und wie unterstützen wir das Gemeinsame? Ich habe letzte Woche wieder ein Gespräch mit jemand gehabt, wo ich gemerkt habe, dass das ein Wunsch ist und dass das auch die Wahrnehmung eines Mangels ist. Und das macht Paulus, das versucht Paulus hier. So, und jetzt ist es so, dass bei seinen ganzen Ausführungen sich immer mehr der Gedanke herauskristallisiert, dass es in der Gemeinde, in der Kirche von Jesus Christus um geliebte Liebe geht. Es ist kein Zufall, dass in diesem Brief einer der schönsten und größten Texte, den es in dieser Welt gibt, über die Liebe steht. Also, Christa hat euch die Karte da angeboten. Nehmt sie mit, da steht er drauf. Einer der größten und schönsten Texte über die Liebe, den es überhaupt nur gibt. Und am Ende des Briefes fasst Paulus seine ganzen Ausführungen nochmal mit diesem Satz zusammen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Liebe ist kein nice to have. Liebe ist das Hauptthema des jüdischen und des christlichen Glaubens. So fasst Jesus den Glauben des Alten Testamentes und den Glauben der Kirche zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Hauptthema. Und dieses Gebot hängt wieder ganz eng damit zusammen, dass Gott selber die Liebe ist. Der Lieblingsjünger von Jesus, der Johannes, der schrieb dann irgendwann mal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nochmal, Liebe ist das Hauptthema der Kirche oder der christlichen Gemeinschaft.
Und dann gibt es die christliche Wirklichkeit. Wenn Liebe so wichtig ist, warum ist dann in Kirche oft so wenig zu spüren? Warum ist das, was Leute in christlicher Gemeinschaft erleben, oft das Gegenteil? Also ich habe euch das ja schon öfters erzählt, das ist eine Frage, die bei uns im Vorstand regelmäßig hochkommt. Wieso christliche Gemeinschaft oft so toxisch ist? Und das meine ich jetzt gar nicht auf eine spezielle christliche Gruppe bezogen, sondern als allgemein christliches Phänomen. Also ich bin mehr durch Gemeinden, durch unterschiedliche Gemeinden gekommen als andere. Also nicht nur im Sinn, dass ich mal da war und so mal Gottesdienst besucht habe, sondern wirklich auch mit den Leuten was gemacht habe. Und da habe ich festgestellt, das ist überall ein Problem. So, jetzt ist aber Liebe ein Begriff, der ist ja nicht nur aufs Christliche beschränkt, das ist ja ein Begriff, den alle verwenden. Alle suchen irgendwie, versuchen irgendwie Liebe zu finden, Liebe zu geben. Es gibt jede Menge Lieder darüber, ich weiß nicht, ob er das schon gemerkt hat. Also es ist ganz allgemein, dass Menschen geliebt werden wollen und dass Menschen lieben wollen. Also Liebe scheint auch etwas zu sein, was in unserer menschlichen Natur angelegt ist und nach Erfüllung Ausschau hält, schreit, wie auch immer. Und es ist auch ein Phänomen, dass Liebe ein Begriff ist, mit dem alle irgendwie was anfangen können. Das heißt, damit meine ich, dass alle irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie sie geliebt werden wollen, wie es aussieht, wenn sie geliebt werden, und eine Vorstellung davon haben, wie sie anderen Liebe zufügen. Und trotzdem kommt tatsächliche beständige Liebe verhältnismäßig selten vor. Es ist leicht, Menschen, die man kaum kennt, die man vorübergehend, mit denen man vorübergehend mal zusammen ist, zu lieben, das ist einfach. Aber auf die lange Strecke wird es eben Liebe schwierig, die Liebe am Leben zu erhalten. Und wenn wir dann sowas hören, wie zum Beispiel hier dieses, wo ist die Christa, Schwiegereltern? Hallo Christa. Die müssen irgendwie was gehabt haben, was andere nicht hatten. Liebe auf die lange Zeit am Leben zu erhalten, das ist eine echte, ist eine Herausforderung. Was passiert denn mit der Liebe, wenn der andere nur lang genug da ist, um mir auf den Geist zu gehen? Mir ist in dem Zusammenhang eine Liedzeile in den Sinn gekommen. Gestern habe ich dir den Mond gekauft und morgen schieße ich dich darauf. Es kann doch nicht sein, dass Liebe nur ein zeitlich befristetes Konzept ist. Und warum bleibt die Liebe häufig in unseren Beziehungen oft genau dann auf der Strecke, wenn wir sie am meisten brauchen oder in den Beziehungen, in denen wir am meisten darauf angewiesen sind, zum Beispiel in der Beziehung zu unserem Ehepartner oder zu unseren Kindern oder zu unseren Eltern? So, und jetzt kommt ein Punkt, der ist mir heute Morgen sehr wichtig. Wenn eine Sache, die für viele offensichtlich große Bedeutung hat, an die viele Erwartungen geknüpft sind, von der viel Wohlbefinden abhängt, nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte und müsste, damit es gut wird, dann muss doch irgendwo ein Fehler da sein, oder? Muss doch da komisch sein, muss doch da was anders sein, als es sein sollte. Wird Liebe falsch ausgeübt, falsch praktiziert? Oder ist an unserem Verständnis von Liebe etwas mangelhaft, fehlerhaft? Die Frage ist doch, wenn Gott die Liebe ist, wenn Paulus hier von Liebe spricht und wenn wir Liebe hören und Erwartungen daran haben und Verständnis davon haben, reden wir dann wirklich von derselben Sache?
Benutzen wir denselben Begriff und meinen das Gleiche? Oder kann es sein, dass wir denselben Begriff verwenden, aber entgegengesetzte Vorstellungen oder unterschiedliche Vorstellungen davon haben? Tatsächlich hat seit vor etwas über 200 Jahren eine Verschiebung stattgefunden, was das Thema Liebe angeht. Das hängt mit Goethe und den frühen Romantikern zusammen. Seit dieser Zeit baut das westliche Verständnis von Liebe auf dem Gefühl auf. Unser Verständnis von Liebe ist in weiten Teilen romantisch. Also schaut euch irgendeinen beliebigen Hollywood-Film an und ihr werdet finden, was ich meine. Liebe begründet sich in unseren Gefühlen. Es hat seinen Ursprung in unseren Gefühlen, nach diesem Verständnis. Und Liebe bedeutet deshalb vor allem, Gefühle zu haben oder Gefühle zu produzieren. Und das ist schwierig. Das weiß ich aus meinem eigenen Leben, weil menschliche Gefühle ständig Schwankungen unterworfen sind. Und da reicht das Wetter aus. Wenn die Sonne scheinen würde, hättet ihr viel mehr Liebe. Und durch diese Verschiebung hat sich eine gewisse Schlagseite bei dem Thema ergeben, die uns heute schwer zu schaffen macht. Gottes Verständnis von Liebe ist anders. Es ist umfassender. Ich lese euch das nochmal vor aus dem Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Herz ist das innerste Zentrum des Menschen, die Schaltzentrale, da wo die Entscheidung getroffen wird, wo unterschieden wird, ob etwas, was wir denken, fühlen, empfinden, tun, gut oder schlecht ist. Die Seele betont die gefühlsmäßige Seite unserer menschlichen Existenz. Kraft ist Wirksamkeit. Das heißt, Liebe hat etwas mit Anstrengung zu tun, mit Arbeit, mit Auswirkung und mit Taten. Mit deinem ganzen Gemüt. Und das Gemüt umfasst Verstand, Vernunft, Gesinnung, Wille, Verlangen und Streben. Und damit ist das biblische Verständnis von Liebe viel umfassender als eben nur auf das Gefühl bezogen. Es ist viel, viel mehr, geht viel tiefer. Und eins unserer großen Probleme, auch in geistlicher Hinsicht, ist, dass wir die romantische Sichtweise von Liebe unkritisch übernehmen und auf Gott übertragen. Und glauben, dass Gott jemand ist, der in seiner Liebe vor allem gefühlszentriert handelt und denkt und ist. Aber das stimmt nicht. Gott liebt uns nicht deswegen, weil er in sich ein Gefühl von Liebe erzeugt hat oder irgendwie, sondern Gott liebt uns, weil er seinem Wesen nach, seiner innersten, tiefsten Natur nach Liebe ist. Er ist Liebe. Und deswegen stammt seine Liebe zu uns Menschen nicht aus einer bestimmten Empathie oder aus einem Mitgefühl oder aus einem Mitleid, sondern weil er Liebe ist. Und diese Liebe hat ihn erstmal dazu gebracht, uns zu erschaffen. Und weil Gott Liebe ist, weil die Liebe da ist, deswegen entsteht dann so etwas wie Mitgefühl und Denken und Streben danach, dass es Menschen gut geht und dass sie wieder mit ihm versöhnt werden. Und auf der anderen Seite entsteht auch aus dieser Liebe der Zorn Gottes. Zorn ist etwas, was entsteht, wenn Liebe verletzt wird oder verweigert wird. Wir Menschen sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sollen diese Liebe in uns haben. So sind wir eigentlich angelegt. Wir haben uns von Gott entfernt. Deswegen haben wir das nicht mehr. Und deswegen denken und leben wir anders, als Gott es möchte. Liebe ist nicht so vorhanden, wie sie vorhanden sein müsste. Und das bewirkt auf der Seite Gottes eine Störung, die wir mit dem Begriff Zorn beschreiben können. Aber auch der Zorn ist nicht das Endgültige, sondern die Liebe Gottes bringt ihn dazu, einen Weg zu finden, um diesen Zorn wieder aufzuheben.
Das hat viel, das versteht ihr, das ist viel, viel tiefer als nur Gefühl. So, also wir leiden in jeder Beziehung an Liebesmangel, wie kann das anders werden? Kürzlich bin ich, warum auch immer, über einen Satz von Forrest Gump gestolpert. Der sagte, ich bin kein kluger Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Die Frage ist, woher wusste er das? Woher wusste dieser schlichte, doofe Mann, was Liebe ist? Und wer den Film kennt, weiß, dass das ganz viel mit seiner Mama zu tun hatte. Sie lebte ihm Liebe vor. Ein Kind, das in vieler Hinsicht nicht unbedingt das Kind war, wovon Mütter träumen. Und sie liebte ihn wirklich tief. Sie zeigte ihm, was Liebe ist. Und deswegen ist der Film Forrest Gump ein Film über Liebe. Und dieser naive Mensch lebte mit einer unerbitterlichen Konsequenz aus das, was er bei seiner Mama gelernt hatte. Auch da, alles, was er tat, tat er mit Liebe. Ob er lief, ob er da mit einem zu tun hatte, ob er einen da aus dem Dschungel rausrettet. Genau, danke, ihr seid dabei, es ist gut. rausrettet, ob er da einen begegnet, der ihm ans Leder will, der stinksauer mit ihm ist. Immer geht es um Liebe. Woher wusste Paulus, was Liebe ist? Woher wissen wir Christen, was Liebe ist? Was verstand Paulus unter Liebe? Und für Paulus war die Begegnung mit der Liebe Gottes eine zutiefst existenzielle Erfahrung, die ihn zuallererst in eine tiefe Krise stürzte. Und durch diese Krise wurde sein ganzes Leben umgekrempelt und verändert. Und deswegen schreibt er dann irgendwann mal später über sich, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Jetzt kommt der Punkt, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und damit spielt er in seiner Lebensgeschichte auf ein Ereignis vor der Stadt Damaskus an. Er war unterwegs, um die Christen mit allen Mitteln zu bekämpfen. Und vor der Stadt Damaskus, also da geht er hin, um sie mindestens zu schlagen und ins Gefängnis zu werfen, wenn möglich wollte er ihnen Böses tun. Also und vor der Stadt begegnete ihm Jesus in einer besonderen Erscheinung. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also in der Anklage wird deutlich. Eigentlich waren die Christen nur Stellvertreter für Paulus, weil er an Jesus selber nicht rankam. Und da mussten die Christen dafür halt herhalten, die an ihn glaubten. Aber eigentlich hasste Paulus Jesus selbst. Und dann begegnet ihm dieser verhasste Jesus in einer Erscheinung, in der er ohnmächtig war. Im Sinn von handlungsunfähig, ausgeliefert, hilflos. Paulus erlebte, dass er diesem Jesus völlig schutzlos ausgeliefert war und ihm nichts entgegensetzen könnte. Und er erlebte, wenn Jesus jetzt so mit mir umgehen würde, wie ich es durch mein Verhalten, durch meine Feindschaft ihm gegenüber ausgelebt habe, wenn er das machen würde, dann wäre jetzt hier Schluss mit meiner Existenz. Jesus beendete aber nicht seine Existenz. Er beendete seine Sehkraft, er machte ihn blind, er schickte ihn nach Damaskus und er wurde dort und dort wurde ihm weitergeholfen. In dieser Zeit setzt ein Prozess bei Paulus der Reflexion, der Neuorientierung ein. Und Paulus erkannte, dass es Gründe dafür gab, dass Jesus es ihm nicht mit gleicher Münze heimgezahlt hatte. Jesus
hätte ihn platt machen können, hat er aber nicht gemacht. Aber Jesus hat ihm eine Frage gestellt, auf die Paulus eine Antwort brauchte. Er entdeckte, warum hast du mich? Was ist der Grund dafür? Und beim Nachdenken entdeckte Paulus in dem, was Jesus tat, die suchende und hingebende Liebe des himmlischen Vaters. Er entdeckte, dass Jesus für ihn, nicht nur abstrakt für die Welt, sondern für ihn in diese Welt gekommen war und sein Leben für ihn gegeben hatte. Ich lese euch noch mal eben den Satz vor. Der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das schmiss seine ganze Theologie über den Haufen. Diese existenzielle Begegnung mit der suchenden Liebe Gottes veränderte sein Leben von Grund auf. Und aus Paulus, aus dem Menschen, der Jesus abgrundtief hasste, wurde ein Mensch, der Jesus mit ganzer Hingabe und letzter Konsequenz liebte. Paulus war bereit, für Jesus jede denkbare Entbehrung und jedes denkbare Leid auf sich zu nehmen. Und damit ist Paulus das Paradebeispiel für die verändernde Macht des Evangeliums. Nochmal zurück zu der Frage, warum ist aber die christliche Wirklichkeit, die wir tatsächlich finden, oft so speziell? Warum ist da häufig so wenig von der Liebe zu spüren? Oder warum ist da so vieles so toxisch? Ich glaube, dass verhältnismäßig wenige Christen diese verändernde Begegnung mit der Liebe Gottes tatsächlich erfahren haben. Und jetzt schaut euch mal in der Kirchengeschichte um. Alle Personen, die geistlich Spuren hinterlassen haben, waren Menschen, die diese Liebe Gottes gefunden haben. Ich sage nochmal Namen, da war Luther. Er hat die Liebe Gottes gefunden. Er hat gemerkt, dass der Zorn Gottes nicht das letzte Wort hat. John Wesley, der geistige Vater, geistliche Vater unserer Kirche, hat sich sehr systematisch auf die Suche nach der Liebe Gottes gemacht. Dietrich Bonhoeffer ist ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, aus dem letzten Jahrhundert, der die Liebe Gottes gesucht und gefunden hat und dann auch Konsequenz war, das bis zum Ende zu gehen und zu sagen, das, was hier jetzt das Ende ist, ist für mich der Anfang des Lebens. Und jetzt mal einen aus der Gegenwart zu nehmen. Es gibt da diesen Johannes Hartl, habe ich euch schon mal was von erzählt, aus der katholischen Ecke. Bei dem habe ich auch das Gefühl, dass es ihm darum geht, die Liebe Gottes zu finden. Wo finden wir diese Liebe Gottes? Woher weißt du, dass Gott dich liebt? Durch Krippe und Kreuz. Weil Gott diese Welt aus seiner Natur heraus liebt, weil er eben Gott ist, wie er ist. Deshalb findet seine Liebe einen Weg, um die Trennung, die zwischen uns ist und die wir verursacht haben und immer noch verursachen und verschulden, findet er einen Weg, um diese Trennung aufzuheben. Das, was für die Welt im Allgemeinen gilt, gilt für dich im Besonderen. Wenn du wissen willst, dass Jesus dich liebt, dann denk an die Krippe. Jesus hat sich aus den unendlichen Weiten des Universums, aus der Herrlichkeit seines Vaters in diese stinkige Krippe gegeben, weil er dich liebt. Denk ans Kreuz. Jesus ist für dich an deiner Stelle, deinen Tod gestorben, den du eigentlich verdient hättest. Wozu? Damit du wieder in diese Liebesbeziehung zu Gott zurückkehren kannst. Und dazu musst du jetzt nicht extra irgendein Gefühl produzieren, sondern das sind Sachen, die kannst du in der Bibel nachlesen. Darüber reden wir, wir beten zu diesem Gott, wir feiern Abendmahl, um uns daran zu erinnern. Das ist da. Das musst du nicht erst erfinden und musst es nicht produzieren. Wenn du es findest, dann hast du auch schöne Gefühle. Aber du musst die Gefühle produzieren, um zu wissen, dass Gott dich lieb hat. Gott hat dich lieb, unabhängig von deinem gerade vorrätigen Gefühlspegel. Und deshalb zum Schluss die Frage. Also,
Deshalb zum Schluss die Frage, was würde passieren, wenn wir, alle Christen, wirklich persönlich der Liebe Gottes in Jesus Christus zu begegnen, wenn wir von ihr erfasst und erneuert würden, wenn wir wieder lernen würden, das müssen wir lernen, was Liebe ist, wenn wir das lernen würden, wenn wir das gemeinsam üben würden, praktizieren würden, wenn wir mit unseren Fehlern auch in dem Sinn barmherzig umgehen, dass das nicht das Letzte ist. Was würde dann passieren in unseren Gemeinden, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Stadt, in unserem Land? So, und jetzt könnt ihr mir gerne widersprechen, aber mein Eindruck ist, dass diese Welt, so wie sie gerade drauf ist, eine gute Dosis Liebe vertragen könnte. So, und jetzt, um das zum Schluss klarzustellen, es geht nicht um Wissen über Liebe. Es geht um die Liebe selbst. Noch ein Satz von Paulus. Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Oder anders übersetzt, bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. So, und jetzt, damit bin ich gleich fertig, zum Schluss noch der Satz eines amerikanischen Theologen. Der höchste Zweck des Christentums besteht darin, dass Menschen Gott ähnlich werden, damit sie so handeln wie Gott. Also diese Liebe zu suchen, zu entdecken und dann allen Herausforderungen zum Trotz zu leben. Das meinte ich, als ich am Anfang sagte, dass uns Gott mit der Jahreslosung ein dickes Brett gegeben hat. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam ein Jahr jetzt Zeit haben, um zu üben, wie das mit dem Bohren geht. Und das meine ich wirklich ernst. Gemeinsam entdecken, was das bedeutet. Amen.